Einen floschigen Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite Battle Royale. Ich habe bereits ein Video dazu gemacht, wie man alle DC-Belohnungen ohne einen Comic zu kaufen bekommt. Wenn ihr es wissen wollt, schaut in die Videobeschreibung. Das Ganze, da habe ich jetzt einen einzigen Code eingelöst. Also bei der Methode gibt es nur einen Code, nicht mehrere. Man löst einen ein und das war's dann auch. Und dann sollte man die komplette Kollektion erhalten. Und da ist sie auch schon. Da haben wir auch den gepanzerten Batman Zero Skin. Und dann halt nochmal den Rebirth Harley Quinn Skin. In dem Fall hatte ich ihn zwar schon ein bisschen blöd gelaufen. Aber was will man machen? Ich dachte, es wären einzelne Codes. Deswegen wollte ich einen auf dem zweiten Cone einlösen, diesen Harley Quinn Skin. Aber es war ein einziger Code. Aber man sieht, es funktioniert. Es soll, ich glaube, bis 2024 oder 2025 funktionieren. Kurzer. Also ist auch genug Zeit. Und das Ganze braucht man jetzt auch nicht mehr vorbestellen. Denn das Ganze wird jetzt sofort ausgeliefert. Das ist der Knackpunkt auch. Und ist wahrscheinlich auch billiger als die ganzen Comics. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ich werde mir das Ganze hier direkt mal ausrüsten. Alter, ist das fett. Na gut, einmal kann ich es glaube ich spielen. Was sind das doch für Mitglieder? Deathstroke, Destructor. Batman Zero Wing. Ach, das ist dieser Gleiter. Was ein Zufall. Ich schaue auch gerade die ganzen Batman-Filme. Von daher passt es eigentlich auch gut. So, eingefordert. Und ich habe noch keine einzige Runde in der Season 8. Sind wir mittlerweile ein Regenbogen-Tinte. Ach, das ist glaube ich die für diesen Fisch. Das wäre es auch schon mit dem Kurzvideo gewesen. Wir sehen uns nächsten Dienstag um 15 Uhr zu einem neuen Minecraft-Video. Ansonsten abonnieren, Glocke aktivieren, haut rein und ciao, Leute!